Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Yay, Folge. Welche Folge ist das denn? Ich glaube 19. So, ruckelt gerade noch. Jetzt geht's hoffentlich. So. Entschuldige eben für die paar Anfangsruckler. So, komm, jetzt ist aber gut hier. Gut. Da kommt was hin und da kommt was hin und ich habe mir vorgenommen, weil ja bald die Minecraft 1.4 rauskommen, da kommen ja Kartoffeln und Möhren dazu und man kann jetzt auch, glaube ich, Bilder machen, wo man so draufklicken kann mit einem Item und dann ist das im Bilderrahmen. Also sehr gut für unser Lager, was wir noch bauen müssen. Und ich würde sagen, dass wir heute mal anfangen, dass wir so zwei Farmen noch extra anbauen. Einmal die Kartoffelfarm und die, hier muss ich kurz nachdenken, und die Karottenfarm. Genau. So. Bauen wir das erstmal ein bisschen hier aus. So, da haben wir nichts mehr, also müssen wir mal gucken. Wo könnten wir mal den Keller hinbauen? Ich würde sagen, die bauen wir dorthin. So, eine Schaufel brauchen wir. Wir haben noch eine Steinschaufel. Gut. Dann bauen wir. Dann schaufeln wir uns jetzt mal ein bisschen durch die Erde. So, das kann weg. Ja, noch ein bisschen da frei. Ich sehe gar nichts mehr im Moment. So, ein bisschen, dass man alles wieder umverlegen. Das gefällt mir nicht so. Schaufel kommt dorthin, Axt kommt dorthin. Brauchen wir noch Wichtiges, Fackeln kommt dorthin. So. Jetzt ist es doch alles viel schöner, auch für mich organisiert. Jetzt habe ich natürlich wieder weggehauen, bin ich wieder blöd. Alter. So. Jetzt dürfte ich... Hä? So, jetzt dürfte ich es eigentlich nicht mehr weghauen. So, geht doch. Bauen wir erstmal unseren Keller ein bisschen. Irgendwie hört sich der Zaun gerade ein bisschen beschissen an. Und die Schaufel ist kaputt. Yay. Aber, ich meine, die Steinspitzhacke. Oh Mann. Heute bin ich etwas abgelenkt. Ein bisschen kurz eben konzentrieren, so mal ein bisschen hier genauer sein. So, bauen wir hier noch die ganzen Steine ein bisschen ab. Ich hoffe, dass hier auch gleich mal Erde kommt, damit wir ein bisschen Erde für unsere Farm bekommen, weil die ist auch wichtig. Wir müssen ja schließlich aufschütten, sonst müssen wir Erde abbauen. Und diese Neuerung, die ich erzählt habe, dass man Items im Bilder, also man klickt auf das Bilderrahmen und dann ist das Item da drinne, das ist sehr cool, finde ich. Aber das Problem ist, wir brauchen Leder und ich glaube, soweit ich weiß, haben wir keine Kühe in der Nähe, sondern nur Schafe. Wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Deswegen müssen wir unbedingt Kühe suchen gehen, damit wir ein bisschen Leder bekommen von denen. Also das ist nicht so ganz schön. So, da kommt schon Erde. Super. Dann klatschen wir jetzt einfach mal dort und dort was. Ne, dort und dort was dran. So. Müssen wir hier noch ein bisschen. Dann müssen wir hier auch noch ein bisschen weitermachen. Dann machen wir dort, dort, genau. Also ich kann ja ein bisschen was erzählen. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. So 1.4. Und kommt im, wann war es noch? Am
Halloween am 31. Oktober raus, also die offizielle Version, die man dann auch herunterladen kann. Ich glaube, die Pulli-Version ist, glaube ich, schon draußen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, hoffe ich. Und ja, da kann man zum Beispiel einen Bilderrahmen bauen und dann klickt man da mit einer Uhr drauf, dann ist da eine Uhr drin, die funktioniert auch, das finde ich sehr cool. Dann wissen wir auch, wenn wir zum Beispiel in der Höhle sind und müssen nicht immer eine Uhr rumschleppen, sondern können dann auf den Bilderrahmen gucken, also wo die Uhr dann drauf ist, und dann sehen wir jetzt auch, funktioniert auch mit dem Kompass, wenn wir wissen wollen, wo unser Spawnpunkt ist, zeigt der auch an, finde ich sehr cool, diese Neuerung. Es gibt Karotten, wie gesagt, Kartoffeln, dann gibt es in der Hölle, wie heißt der neue Boss, dieser Riddler oder Riddler, ich weiß jetzt nicht, ob ich die richtig ausgesprochen habe, wenn nicht, dann könnt ihr mich ja korrigieren, also könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie man den dann schreibt, ich weiß es auch im Moment nicht, aber ich habe gesehen, dass der noch in den Privilege-Version nicht da ist. Also der wird später noch eingefügt. Aber das finde ich auch ganz cool. Was gibt's denn noch? Man kann jetzt Setzlinge und Laubbäume kann man in so Töpfe packen und kann man sich dann irgendwo hinstellen zur Dekoration. Finde ich auch sehr cool. Man kann auch jetzt Leder Rüstungen färben. So, jetzt habe ich keine Hacke mehr. Oder habe ich noch eine? Das ist meine Eisen. Ja, nehmen wir die Holz. Die muss ja auch kaputt. Und dann kann man die zum Beispiel mit Farbstoffen färben. Ist auch eine schöne Sache. Und da wurde auch ein neuer Trank hinzugefügt. Das ist der Unsichtbarkeitstrank. Da ist man für, ich glaube, 7 Minuten unsichtbar. Das ist sehr cool, finde ich. Auch zum Beispiel im Multiplayer, wenn man so einen PvP-Server hat und kann man so, ja, seine Mitspieler ärgern. Finde ich auch sehr gut und auch sehr gelungen. Man kann sich auch, glaube ich, vor Monster verstecken, also man ist dann für alles unsichtbar. Man kann Tiere jetzt durch Portale schicken. Zum Beispiel, wenn du ein Schaf hast, dann kannst man das durchs Portal schicken und dann kommt es an einem anderen Portalende wieder raus. Also das geht, glaube ich, mit jedem NPC. Ich glaube, das geht auch mit Monster. Ist auch sehr schön. Ja, und man kann jetzt auch diese Klappen oder diese Falltüren oder was das auch ist, kann man jetzt auch nach oben setzen. Man konnte es, glaube ich, nur immer nach unten setzen. Und was gibt es noch Neues? Also ich könnte eine Menge Neues erzählen, aber ich will das auch nicht so weit ausatmen lassen. Deswegen halte ich mich mal kurz oder versuche mich kurz zu halten. Was gibt's denn noch? So, ich baue jetzt erstmal mit Erde, das sieht kacke aus. Wir müssen erstmal ein paar Stickies bauen. Sticky, so. Wir brauchen noch Zäune. Irgendwie hört sich der Zaun bei mir sehr... Na, was mache ich denn? Ich will keine Zäune haben. Komisch an. Ich hoffe nicht, dass das im Let's Play jetzt auch so ist. So, 9 Bretter müsste reichen. Nee, wisst ihr was? Das machen wir erst noch so. Gut. Später können wir das noch anders lösen, aber soweit so gut. Kurz gucken. Also hier müssen wir auf jeden Fall noch eine Menge weghauen. Das könnte ich gleich machen. Ach, ich habe keine Hacke mehr. Gut, dann müssen wir ein bisschen jetzt bauen, so ein bisschen Eisen her, gut. Jetzt müssen wir nämlich ein bisschen umflügen, genau, eine Eisenschaufel, ja,
streichen. Ich lege mich gleich nicht schlafen, sondern ich baue sonst gleich einfach mal weiter in unseren Keller. Erstmal das hier wegmachen. Ich bin auch ein bisschen blöd, dass ich das jetzt nachts mache, aber ich hoffe jetzt, dass ich das hoffentlich überlebe. Nicht, dass ich sterbe, das wäre echt doof. Gut. Ach, wo habe ich meine Hacke? Ach, ich habe keine mehr. Gut. Dann verziehe ich mich lieber schnell. Dann müssen wir hier noch weitermachen. Wie sieht es hier aus? So. Kurz mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.